Ich will Ihnen heute den Unterschied zwischen klinischer Umweltmedizin und Umweltmedizin darstellen. Sie sind sicher hier in diesem Video gelandet, weil Sie vermutlich in der Umweltmedizin Unterstützung bei der Behandlung Ihrer umwelterkrankten Patienten suchen. Nun sollten Sie wissen, dass die Umweltmedizin sich eigentlich nur mit der Volksgesundheit beschäftigt und nicht mit dem einzelnen Patienten, der vor Ihnen in der Praxis sitzt. Die Betreuung umwelterkrankter Patienten ist die Domäne der klinischen Umweltmedizin. Seit über 30 Jahren wurde diese Disziplin in den Praxen niedergelassenen Ärzte aufgebaut und weiterentwickelt. Wir klinischen Umweltmediziner können viele Betroffene helfen, die aufgrund fehlender Kenntnisse und Erfahrung in den Universitäten bislang keine effektive Hilfe fanden. Die klinische Umweltmedizin behandelt also individuell Menschen, die an umweltverursachten Erkrankungen leiden. Vertreten wird die klinische Umweltmedizin von niedergelassenen, speziell fortgebildeten Ärzten aller Fachbereiche. Nach Wahrnehmung der komplexen Umweltbelastungen können diese die Umwelterkrankung umfassend diagnostizieren und effektiv therapieren. Die allgemeine Umweltmedizin hat die wichtige Aufgabe, für die Bevölkerung eine Risikoeinschätzung durch Umweltbelastungen vorzunehmen. In der Umweltmedizin wird allgemein auf dem Gebiet Umwelt und Gesundheit geforscht. Vertreten wird die allgemeine Umweltmedizin durch die universitären Fakultäten Hygiene, Toxikologie, Arbeitsmedizin und Public Health, die keinen allgemeinen Versorgungsauftrag für Patienten besitzen. Diese Fachbereiche konnten somit keine Expertise in der Betreuung von umwelterkrankten Patienten erlangen und können auch heute keine umfassende Diagnostik und effektive Therapie anbieten. Unter dem Synonym Umweltmedizin müssen wir also zwei verschiedene Fachbereiche zusammenfassen. Auf der einen Seite patientenorientierte klinische Umweltmedizin, auf der anderen Seite bevölkerungsorientierte Umweltmedizin. Natürlich gibt es auch hier Schnittmengen, wenn sie denn zurzeit auch noch nicht sehr groß sind. Es sind zwei unterschiedliche Fachbereiche mit zwei unterschiedlichen Aufgaben und natürlich zwei unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen. Die klinische Umweltmedizin gegenübergestellt der Umweltmedizin, also dem Bereich Umwelt und Gesundheit, kümmert sich um individualisierte Patientenversorgung. Dem steht die theoretische ökologische Medizin gegenüber. Die klinische Umweltmedizin kümmert sich um die Praxis und Lehre dieses Fachbereiches. Die Umweltmedizin um Wissenschaft und Lehre ebenfalls dieses Fachbereiches Umweltmedizin. Die klinische Umweltmedizin ist patientenorientiert und hat ihre Expertise in ärztlicher Versorgung individueller Patienten. Demgegenüber steht die bevölkerungsorientierte Umweltmedizin, die ihre Expertise in Risikoeinschätzung für die Volksgesundheit hat. Die Behandlung in der klinischen Umweltmedizin basiert auf Erkenntnissen von Wissenschaft und Forschung sowie aus jahrzehntelanger Praxiserfahrung. Die Kenntnisse der Umweltmedizin basieren auf Wissenschaft und Forschung der jeweiligen Fachbereiche. Klinische Umweltmedizin hat einen modernen Wissenschaftsansatz, der die Komplexität, die ganzheitliche, holistische Betrachtungsweise hat. Demgegenüber ist in der Umweltmedizin ein reduktionistischer Wissenschaftsansatz mit linear- und monokausalen Herangehensweisen und einer Interpretation nach dem Dosis-Wirkungsprinzip gängig.
basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie der Expertise in klinischer Erfahrung der Praxis handelt die klinische Umweltmedizin. Das Handeln der Umweltmedizin dagegen basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die epidemiologisch verifiziert, also in der Evidence-Based Medicine gelten. Evidence-Based Medicine kann aber nicht aktuell sein, nicht modern sein. Gehen wir davon aus, dass das medizinische Wissen sich alle 5 Jahre verdoppelt, so haben wir vor 4 Wissenschaftlergenerationen Erkenntnisse gefunden, die vor 3 Wissenschaftlergenerationen validiert wurden. Die in der letzten Wissenschaftlergeneration epidemiologisch ausgewertet wurden, um dann von der heutigen Wissenschaftlergeneration als evidenzbasierte Medizin offeriert zu werden. Sie sehen hier diese immense lange Spanne über Jahre, bis wir zu einer evidenzbasierten medizinischen Aussage kommen. Das soll nicht heißen, wir brauchen die Evidenz nicht. Nein, die klinische Umweltmedizin strebt auch nach Evidenz. Bloß muss man die erst langsam entwickeln. Und wir sind auf bestem Wege dorthin. Wir haben bereits begonnen, Evidenz zu generieren. Wir haben im Jahr 2011 vom Deutschen Berufsverband der klinischen Umweltmediziner die handlungsorientierte umweltmedizinische Praxisleitlinie mit Diagnostik und Therapie herausgegeben. Es wurde 2016 die elektromagnetischen Felder Guidelines international publiziert und sind sehr häufig zitiert worden. Getan hat das unter anderem die Europäische Akademie für Umweltmedizin. Laufend werden multiple klinische Forschung und Publikationen aus der Praxis herausgegeben. Schauen wir uns mal die Präventionsstrategien klinischer Umweltmedizin gegenüber der Umweltmedizin an. Klinische Umweltmediziner können aufgrund der Nähe zum Patienten unmittelbar primäre und sekundäre Präventionsstrategien einleiten. Die allgemeine Umweltmedizin orientiert sich an epidemiologischen Erkenntnissen, wie ich Ihnen das gerade schon mal gesagt habe. Das bedeutet aber, dass Sie erst nach langer Belastungszeit stabile, valide Ergebnisse haben, was den frühen Einsatz von Präventionsstrategien verzögert und somit kommen wir zu einer tertiären Prävention. Wir haben also auf der einen Seite die klinische Umweltmedizin mit primärer und sekundärer Prävention, auf der anderen Seite die Umweltmedizin, die tertiäre Prävention anbietet. Primäre Prävention bedeutet eine Intervention vor Eintritt einer konkreten Gefährdung. Nehmen wir mal an, in einer Familie ist ein Patient, Ihr Patient, umwelterkrankt, und zwar aufgrund seines umgebenden Milieus. Wenn Sie das erkannt haben und definiert und analysiert haben, dann können Sie primäre Prävention für die anderen Familienmitglieder durchaus einleiten. Wir haben in den 60er, 70er, 80er Jahren erhebliche Holzschutzmittelbelastungsprobleme in Zentraleuropa gehabt. Da wurden Holzschutzmittel mit Lasuren eingelassen, die extrem toxisch waren und in Dioxinäquivalenten auch gemessen wurden. Wenn wir erkannt haben, ganz bestimmte Cluster in einer Umgebung wurde viel von den Holzschutzmitteln verwendet, dann können wir in einer sekundären Prävention andere Patienten in der Umgebung befragen und können relativ schnell dann auch entsprechende sekundäre Präventionsmaßnahmen einleiten. Dagegen ist die tertiäre Prävention eine Intervention nach bereits eingetretener Gefährdung, die ja epidemiologisch dann bewiesen ist und die zur Vermeidung einer Verschlechterung des Zustandes gedacht ist. Also hier eindeutig der Vorteil gegenüber der klinischen Umweltmedizin gegenüber dem etwas langsam arbeitenden Bereich der Umweltmedizin, die erst nach Jahren zur tertiären Prävention kommen kann.
Wie entstand eigentlich die klinische Umweltmedizin? Niedergelassene Ärzte haben in ihren Praxen den Patienten genau zugehört. Ich selbst bin Allergologe und als Allergologe war mir das durchaus geläufig, genau Anamnesen zu hören. In der Umweltmedizin wurde das nur noch mehr akribischer gemacht. Die anamnestischen Angaben klangen meist konfus und passten nicht so recht in das erlernte ärztliche Lehrschema. Auffällig aber war, dass sich die Berichte der Patienten unterschiedlicher Patienten ähnelten. Vielfältige Symptome waren wie an einer Perlschnur aufgereiht. Die Vielzahl unterschiedlicher Symptome wurde immer einzelnen, eigenständigen chronischen Erkrankungen zugeordnet als eine Komorbidität. Vornehmlich handelte es sich um entzündliche Erkrankungen des neuroendokrinen Immunsystems, NICE. Ich habe Ihnen hier mal einige Beispiele dieser Symptomenvielfalt aufgeschrieben. Nicht, dass das jetzt hier eine komplette Aufreihung ist, sondern es ist wirklich nur beispielhaft. Immer wurden chronisch rezidivierende Infekte des Atemtraktes angegeben. Überempfindlichkeitsreaktionen wie multiple chemische Überempfindlichkeit, Elektrohypersensitivität, Lichthypersensitivität und die posttraumatische Stressdisorder waren gang und gäbe. Erschöpfungssymptome wie chronisches Müdigkeitssyndrom oder auch Burnout wurden angegeben. Regelmäßig traten Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf, gefolgt von Darmdysbiosen. Muskel- und Gelenkschmerzen hatten mehrfach Rheumatismus überprüfen lassen. Kopfschmerzen wurden angegeben. Konzentrations- und Wortfindungsstörungen. Diese Wortfindungsstörungen waren sehr, sehr häufig und sehr, sehr belastend für den Patienten. Sie gaben an, Panikattacken, Depressionen, Schwindel, mehr als diffusen Schwindel angegeben. Aber auch andere schon bereits feststehende Diagnosen wie Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz, Alzheimer und viele andere mehr, ADHS und viele andere mehr. Wir mussten uns fragen, ist dies ein eigenständiges, komplexes Krankheitsbild? Die Symptomenvielfalt machte zunächst stutzig, ob die Anamneseangaben denn wirklich so stimmen. Es waren immer sich ähnelnde Symptome, die von Fall zu Fall lediglich variierten, aber das Grundmuster schien identisch. Daher kam nach und nach der Verdacht auf, ein eigenständiges, komplexes Krankheitsbild vor sich zu haben. Also keine Komorbidität mehrerer einzelner Erkrankungen, sondern eine Multisystemerkrankung. Oft konnten wir die Symptomatik der Patienten ursächlich mit örtlichen und zeitlichen Kontakten in Verbindung bringen. So wurden wir aufmerksam auf Schimmelpilzbelastungen in den Wohnungen, auf Heuschutzmittel, ich hatte schon vorher erwähnt, die unheimliche Belastung in den 80er Jahren, praktisch pandemisch, Lösemittelprobleme, Weichmacherprobleme, Flammschutzmittelprobleme. Bis heute haben wir das Problem mit Formaldehyd und Pyrethroiden in den häuslichen Bereichen. Schwermetalle, nicht nur das Quecksilber aus den Amalgam, sondern auch andere Zahnmetalle. Goldlegierung, es gibt 600 verschiedene Goldlegierungen. Auch andere alloplastische Materialien wie Augenlinsen, Hüftprothesen, Knieprothesen, Fingerprothesen, Intrauterinspiral und vieles andere mehr. Brustaufbau, plastischer Brustaufbau. Nicht eben Schwermetalle, dann aber der Plastikbereich. Wir hatten viel mit Fungiziden und auch anderen Bioziden zu tun bei den Patienten. Die Bestätigung, dass das ein komplexes Krankheitsbild war, bekamen wir durch komplexe Analysen und Diagnostikverfahren, die entwickelt und validiert wurden. Erst die erfolgreichen Therapiestrategien bestätigten letztendlich auch
die Richtigkeit dieses ärztlichen Handelns. So etablierte sich allmählich ein Gespür für die neuen Krankheitsbilder in Zusammenhang mit Umweltbelastung. Leider ist an den Universitäten bisher und nahezu ausschließlich der Bereich Umwelt und Gesundheit gelehrt worden, also eine bevölkerungsorientierte Umweltmedizin. Ärzte wurden nur sehr lückenhaft in klinischer Umweltmedizin, Studierenden an der Universität aus- und postgradual fortgebildet. So fehlen ihnen ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen für ihre Praxis, um die umweltverursachten Erkrankungen ihrer Patienten richtig versorgen zu können. Immer mehr Ärzte erkennen jetzt zunehmend, dass sie für die neuen Umwelterkrankungen kein effektives Behandlungskonzept haben. Sie wissen auch nicht, wem sie ihre Patienten zur weiteren konsiliarischen Untersuchung überweisen können. Zu welchem Fachkollegen sollen sie schicken? Welchem Internist, Pädiater, Gynäkologen, Neurologen, Orthopäde, Chirurgen, Augen- oder Hals-Nasen-Ohrenarzt, Dermatologe und vielen anderen Bereichen. Alle diese Fachbereiche haben aber mit klinisch-umweltmedizinischer Belastung zu tun. Im Januar 2020, also in diesem Jahr, hat das Bundesgesundheitsblatt die umweltmedizinische Versorgungssituation in Deutschland geschildert und hat sich geäußert, nach Aussage des Robert-Koch-Instituts besteht ein immenser Bedarf an fundiert fortgebildeten klinischen Umweltmedizinern in den Praxen niedergelassener Ärzte, aber auch in Kliniken. Dass das von einem amtlichen Bundesgesundheitsblatt publiziert worden ist, bedeutet nicht, dass es nur allein für Deutschland gilt. Wir haben die gleichen Probleme in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg und außerhalb des deutschsprachigen Bereichs genauso. Wir brauchen Ärzte, Ärzte aller Fachbereiche, die die Fortbildung in klinischer Umweltmedizin zügig beginnen, um umfassend diagnostizieren und fachgerecht therapieren und somit langjähriges Leid der umwelterkrankten Patienten verkürzen zu können. Wir brauchen diese Ärzte als Whistleblower, um früh und rechtzeitig vor neu erkrankten Umweltbelastungen und regionalen Clustern warnen zu können. Wir brauchen Ärzte und Gutachter, Netzwerke, Ärzte, die interdisziplinären Netzwerke, also regionale Qualitätszirkel, etablieren. Zusammen mit anderen klinischen, umweltmedizinisch orientierten Kolleginnen und Kollegen aller Fachbereiche inklusive der Zahnheilkunde. Wir brauchen Ärzte, die klinisch-umweltmedizinische Gutachten erstellen und dies nicht den Umweltmedizinern belassen, die rein toxikologisch begutachten oder aus der Hygiene oder Arbeitsmedizin heraus begutachten und gar kein Handwerkzeug für klinisch-umweltmedizinische Begutachtung haben, aber vor Gericht sich als die Domäne darstellen und häufig genug Recht bekommen. Wir brauchen Ärzte, die rechtzeitig und effektiv primäre und sekundäre Prävention starten können. Klinische Umweltmedizin ist erlernbar. Über 25 Jahre wurde die Fortbildung klinische Umweltmedizin schon von den umweltmedizinischen Verbänden, dem Deutschen Berufsverband klinischer Umweltmediziner und der Europäischen Akademie für Umweltmedizin durchgeführt. Sie wird aktuell als Online-Fortbildung im Blended Learning-Format, also Online- und Präsenzunterricht, angeboten. Die Online-Fortbildung klinische Umweltmedizin ist eine postgraduale, strukturierte und curriculare Fortbildung. Die Lehrstruktur basiert auf den vorangegangenen Curricula der Bundesärztekammer, die ich mitentwickelt habe, und wurde laufend modifiziert und hat sich über 25-jährige Anwendung erfolgreich validiert. Die Fortbildung ist von der Landesärztekammer der
der Bayerns und der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht zertifiziert und wird mit 280 Fortbildungspunkten, sogenannten CME-Punkte, von der Landesärztekammer Bayern anerkannt.